Ohne Stempel mit dir. Ja, heute habe ich wieder etwas Besonderes zu verkündigen. Ich bin jetzt 4 Jahre dabei mit Stamping Up und habe auch schon eine Weile jetzt meinen Videokanal. Genau, dann bin ich ja bei Facebook und ich bin jetzt in Instagram eingestiegen. Bin ich noch nicht so ganz pfiffig, aber es entwickelt sich. Ja, und ich möchte heute eine Verlosung machen. Konnte man natürlich ja schon in der Überschrift sehen. Da gibt es natürlich wieder etwas zu gewinnen. Genau. Und wie ihr seht, habe ich hier einige Produkte liegen und stehen und natürlich auch meine Gewinne dabei. Es gibt ja immer wieder interessante Sachen. Ich möchte euch aber ganz kurz noch auf ein paar Sachen eingehen. Vielleicht könnt ihr dann, wenn ihr unter dem Video oder auf dem Blog, damit ihr eure Lose verdient, natürlich gibt es ja immer was dafür zu tun, eine Kleinigkeit zumindest, genau, ob ihr Follower seid, ein paar weiß ich ja schon, es gibt ja auch noch einige Kunden, die ich habe, und bitte schreibt doch einfach mit rein, wie viel Lose ihr dann bekommt, das macht das für mich einfacher. Diese Verlosung selber läuft über mehrere Tage bis zum nächsten Wochenende, sogar, ich würde sagen, auf den Montag hinaus, also bis zum 25. Genau, da habt ihr die Möglichkeit mitzumachen und habt eine Besonderheit diesmal dabei. Macht das auch mal ein bisschen anders, nicht immer gleich. Ja, hier habe ich erstmal den Kalender stehen. Der ist toll, der ist super vom Material her und so. Ich werde ihn nachher umfunktionieren. Da habe ich schon so Kleinigkeiten drin. Einfach als wie so eine Art Setzkasten. Genau. In dem Fall tue ich dann meine ganzen kleinen Teile rein, die ich alle habe von Snapping Up. Dann weiß ich wenigstens, wo ich die hin tun soll. Irgendwie mit den Verpackungen. Da hat man die Sachen nie griffbereit. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr natürlich immer noch bestellen. Aber wenn ihr das wirklich vorhabt, wartet nicht zu lange. Denn das wird dann irgendwann problematisch. Natürlich, weil ja der irgendwann ausverkauft ist und nicht mehr geliefert werden kann. Genau, einmal so ein kleiner Tipp am Rand. So, hier habt ihr verschiedene Produkte, vielleicht auch schon Sachen, die ihr gesehen habt im Video oder eben noch nicht. Manche kommen ja nach und nach. Ich habe immer Ideen, aber in unserer Familie gibt es leider Krankheitsgeschichten und da muss ich leider mein Hobby ein bisschen zurückstellen. Genau, deswegen bin ich dieses Jahr nicht ganz so pfiffig, aber es wird sicher auch wieder anders werden. Ja, jetzt kommen wir doch mal zu dem Thema Verlose oder die Lose sammeln. Genau, und zwar geht es ja um Follower auf allen Ebenen, ob jetzt Blog und so weiter. Jetzt habe ich eine Besonderheit. Ich zeige euch jetzt erstmal, genau, die Gewinne. Denn darauf läuft es hinaus. Also, ich habe hier 2 Stempelsets liegen. Und zwar einmal Weihnachtsgrüße mit dem Vogel da drin und dann frostige Grüße. Also, wer das eine hat, kann sich das andere aussuchen. Das ist der erste Preis. Dann der zweite. Da gibt es einen Prägefolder, genau, dann einmal Schreibschrift und dann habe ich hier noch einen aus dem Herbst-Winter-Katalog mit dem Gitter drin, wunderbar, Schnörkel, Gitter heißt das sogar richtig, genau. Und dann gibt es einen, das habe ich letztes Jahr ja auch gemacht, eine Kleinigkeit aus dem neuen Katalog, wo ja die Celebration mit startet, unser früher Sommerkatalog. Genau, da kann man sich dann einen Teil aussuchen. Das mache ich natürlich mit der Gewinnerin dann aus. So. Und dann habe ich, man kann auch Lose sammeln, indem man eine Bestellung aufgibt. Je 60 Euro. Entweder morgen eine Sammelbestellung oder nächsten Sonntag eine Sammelbestellung. Solltet ihr eigentlich nichts mehr wollen, gerade aus dem Herbst-Winter-Katalog, ist auch kein Problem, dann könnt ihr ab 60 Euro auch einen Gutschein nehmen in dieser wunderschönen Box. Die verziere ich da noch richtig toll. Jetzt habe ich erstmal nur eine Kleinigkeit drauf. Diese Blüte ist so ein bisschen ein Stichpunkt für mich. Und zwar geht es um dieses Stempelset. So. Wer eine Bestellung über 60 Euro ausgibt, der kann sich, weil ich habe ja auch ein paar
Stammkunden und so weiter, der darf sich dieses Set zum Beispiel schenken lassen, wenn du dir das jetzt bestellst sogar in diesem Monat und dann die Gewinnerin bist, dann brauchst du das Stempelset nicht bezahlen, sondern dann nur, wenn du dieses Set nimmst mit den Zettel zur Hilfe. Ja, genau. Mit den Stammsformen des Sets zusammen aussuchst, dann bezahle ich dir dann, wenn du die Gewinnerin bist, diese Stempel. Ja, da brauchst du nur noch diese Stammsformen bezahlen. Ja, denn das gilt ja diesen Monat noch, dieses ganze Set. Also überlegt es euch, ob ihr das nimmt. Das ist ein tolles Set. Habt ihr ja auch schon ein paar Sachen gefertigt mit Karten. Und da gibt es auch diese Schnörkel mit drin in dem Set. Da hinten ist eine Karte versteckt. Also ganz tolles Set. Da könnt ihr eure ganzen Weihnachtskarten mitmachen. Wenn ihr das ganze Set habt, braucht ihr eigentlich fast nichts anderes mehr. Genau, da kann man jede Menge fertigen. Ja, dann habe ich nochmal die Zettel gefunden. Mit dem Papierschneider dachte ich, Mensch, den könnt ihr auch gleich noch mit dazu geben. Also wenn eure Messer auf sind, da bietet sich natürlich unsere neue Schneidemaschine an. Habe ich ja auch schon in einem Video ein bisschen vorgestellt. Na, oder? Also, scheut euch nicht, eine Bestellung auch bei mir mal aufzugeben. Genau, gibt es auch immer eine kleine Überraschung, wie alle anderen Kollegen halt auch machen. Und dann freue ich mich natürlich immer über jede neue Kundin. Und ja, ich hoffe, die Preise gefallen euch für meine Verlosung und ihr folgt mir weiter, denn das ist ja auch was Besonderes. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Verlosung mitzumachen. Und genau, wie gesagt, alles angeben unter Video oder natürlich auch auf meinem Blog. Ja, freue mich, wenn ihr dabei seid und wünsche euch auf diesem Wege einfach schon eine gute Adventszeit. Genau, es dauert ja nicht mehr lange. Zwar ist es ja alle 4 Adventstage oder Sonntage sind im Dezember, aber trotzdem macht es ja jetzt schon Spaß, Dinge ein bisschen vorzubereiten und ja, einfach die Wohnung schön machen. Also bei mir ist jetzt nur vereinzelt mal was, aber ich werde jetzt die nächsten Tage starten damit, weil ich weiß, es macht so einen Spaß und eine andere Beleuchtung auch. Ja, sehr war die bei Simone Stempel, hab mich mal wieder ein bisschen live erlebt. Also ich bin da, bin gar nicht so, wie soll ich sagen, so ernst oder so, gar nicht. Ich bin eigentlich eher lustig, man kann mit mir ganz viel lachen. Also wenn du die Möglichkeit hast, nach München zu kommen, mich mal kennenzulernen, ja, gerne, kannst du, melde dich an. Es ist zwar nicht immer aufgeräumt bei uns, aber es heißt nicht, dass ich keine Gäste mag. Ja, freue mich sogar darüber, wenn wir uns kennenlernen. Okay, du kannst doch gerne in mein Team kommen. Dann lernen wir uns auf jeden Fall näher kennen. Genau, und wirst du auch die andere Seite des Geschäfts mal etwas näher kennenlernen. Und ja, bietet sich natürlich bald an, wieder einzusteigen. Celebration hat ja immer wieder ganz tolle Angebote für neue Demonstratorinnen. Ja, ich wünsche, dass du bei mir startest. Na klar, wer wünscht sich das nicht? Genau. Und hab einfach Spaß die nächsten Tage und lass dich nicht mit so viel Arbeit überhäufen. Und wenn du denkst, das braucht jetzt, kann mal ein bisschen warten, dann schieb's einfach nach hinten. Genau, dann lass es einfach mal ein paar Tage liegen und genieße den Moment, in dem du gerade drin bist, sei es beim Basteln oder halt auch beim Spülen. Mein Gott, man kann selbst beim Spülen mit Musik noch Spaß haben. Genau, also lerne einfach diese kleinen Dinge der Freude darin zu erkennen. Genau, dann macht das Leben auch viel mehr Spaß. Also mir hilft es auch immer wieder, gerade wenn, ja, wenn viel Krankheit den Alltag im Raum einnimmt. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ja, hoffe auf zahlreiche Teilnahme. Bye, bye!